Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Ja, ich wollte ja eigentlich was anderes machen, aber es hat alles nicht so geklappt. Deswegen kommt mir der Testserver ganz recht und da mache ich einfach mal mit euch einen kleinen Ausflug in den Testserver. Und dieser kleine Ausflug, der ist gar nicht so unspektakulär, wie man so denkt, weil in meinen Augen, ihr wisst ja mal, Testserver heißt für mich nicht immer so das gesamte Paket, da sind viele Sachen, die sind einfach uninteressant für mich. Aber ich pick mir halt so die Sachen raus, die ich spannend finde. Das Größte, sag mal, das Krasseste, was sich ändert am Testserver, nicht am Testserver, bei der nächsten Version, bei 9.15, das Krasseste, was sich ändert, ist, der Waffenträger E100 wird rausgenommen und der wird ersetzt durch die Grille 15. Ja, ich kann noch nicht so richtig viel dazu sagen. Rate of Fire 4 Schuss pro Minute. 750 Damage, 280 Durchschlag, Aim-Time schnell, Präzision, saugenau. Präzision? Alter, 0,27. Damit ist die Grille 15 die präziseste Gun im Game, soweit ich weiß. Ich glaube schon. Krass. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich, ja, aushalten tut das Ding nichts. Interessant ist es mal, was sie für einen Tarnwert hat. Und da kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, was sich geändert hat. Nämlich, hier gibt es, oder ich benutze ja schon seit 100.000 Jahren immer mehr die Mods. Und ist das hier schon gewesen? Weil mit den Mods sieht dieses Menü bei mir immer anders aus. Ich glaube nicht. Aber, das kann ich jetzt natürlich auch schlecht vergleichen. 18. Concealment of Motionless Vehicle. Also stehendes Vehikel. 18. Ne. 18. Stehendes Vehikel. 18. Mal. Ein Light im Gegenteil genommen. 25. Na, ist 18 nicht so richtig geil, oder? Den Leopard mal genommen. Der hat 17. Das ist ehrlich gesagt gar nicht geil, oder? Ich meine, ja. Oder verkenne ich da gerade was? Weil, ich sag mal, dieses Teil sollte dann schon einen geilen Tarnwert haben, damit man von hinten snipen kann. Sonst macht das Ganze keinen Sinn in meinen Augen. Naja, wir probieren das gleich mal aus. Was passiert noch mit dem neuesten, mit dem nächsten Patch? Eine Sache für mich, die ich rausgelesen habe, die ganz witzig ist: Der Scorpion, der kriegt einen schnelleren Rückwärtsgang. Und das hat mich schon immer tödlichst genervt, wenn du irgendwo bist, du gehst auf und dann legst du einen Rückwärtsgang ein und dann so. Da tut sich nichts, du fährst rückwärts und denkst, ich muss platzen vor Aufregung und ich komme nicht rückwärts, ich komme nicht weg. Ungeil. Aber ja. Das ändert sich. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die aber nicht so krass sind. Bis auf eine, die eigentlich eine interessante Bedeutung mit der Zeit kriegt, weil Wargaming implementiert verschiedene Sachen an Mods ins Game. Das soll nämlich einen Zoom-In, Zoom-Out-Mod jetzt mit dem nächsten Patch geben. Und gemessen daran, dass jetzt sogar schon Streamer und YouTuber gesperrt werden, weil sie illegale Mods benutzen, die aber nur schwierig feststellbar sind, ob illegal oder nicht, ja, weil Wargaming einfach nichts verbietet. Da finde ich es natürlich ganz gut, wenn Vanilla-Spielen durch WoT-eigene Sachen erträglicher wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war eine Sache, die mich an Vanilla total angekotzt hat, diesen Zoom-In- und Zoom-Out-Mod, den brauche ich einfach. Das ist einfach für mein Wohlbefinden absolut wichtig. Das soll jetzt funktionieren. Vielleicht spielt man irgendwann wirklich Vanilla, wenn man wegen der Mods einen auf die Fresse kriegt. Schon eher. Also schon erst recht. Ja, ansonsten sehen wir, es sieht alles ein bisschen anders aus hier. Hier unten sieht es ein bisschen anders aus. Hier wahrscheinlich hier an der Seite. Ja. Hier habe ich jetzt noch nichts unbedingt entdeckt. Ja, die Grille, die ist praktisch hier, ne, auf dem Wege. Nebenbei, ich bin auch schon beim Neuner. Könnte ich mich fast auch mal zur Grille, aber na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken. So, ich habe jetzt in der Grille hier auf jeden Fall eine geile Mannschaft drin und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal ins erste Game live rein, oder? Und schauen uns das mal an. Schauen uns mal an, wie das alles so funktioniert. So, jetzt habe ich natürlich wieder gemauert, weil ich hier meine Maus, die hat so tolle Profile.
und die Profile stehen nicht auf WoT. Da hätte ich mich ziemlich gewundert, warum alles nicht funktioniert. Aber wir sind ja lernfähig. Pustekuchen! Ihr seht, wir sind immer noch in der Garage, weil ich jetzt ungefähr schon 10 Games hatte. Alle Stadtmaps. Alle innerhalb von 2 Sekunden gerusht worden. Alles nicht zeigbar. Nicht zeigbar für die 0,27er Präzision. Nicht zeigbar für nix. Fuck. Wir probieren es gleich nochmal. Eine Sache, die ich noch rausgefunden habe, ist, ich habe mich geärgert über den Zoom, der eigentlich gar nicht so geil ist. Aber enable the 16 oder 25 Zoom. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu einem geilen Zoom, den wir uns jetzt gleich angucken werden. Und wir müssen jetzt mal telepathische Kräfte. Bitte, vernünftige Mannschaft. Und oh, offene Map. Ja, danke, WoT-Gott. Wahrscheinlich werde ich gewone-shottet von irgendwem oder irgendwas. Ja. Was ihr auf jeden Fall skillen solltet auf dem Teil, ist dieser Skill, dass man die Wanne schneller drehen kann. Ja? Ich weiß gar nicht momentan, wie der heißt. Wisst ihr, was ich meine? Clutch Breaking hier. Clutch Breaking heißt das Viech. Clutch Breaking, was ja so viel. Was ist denn hier los, ey? Was so viel heißt wie. Clutch Breaking ist eigentlich. Clutch ist Kupplung. Clutch ist Kupplung. Müssen wir mal hier losfahren und Wasser trinken, alles auf einmal. Ja, ich trinke nicht immer Bier, ich trinke auch manchmal gesundes Wasser. Oh, das ist aber jetzt schwierig hier. Also, da passe ich ja zweimal rein in das Hause. Ah, kann ich als Garage benutzen. Ganz ruhig. Ja, also, Difficult. Ich bräuchte mal ein ausgewogenes Spiel, was man auf dem Testserver nicht so häufig hat, ne? Also, was wollte ich sagen? Gun dreht sich relativ langsam. Ist eigentlich ein großer Skorpion, wenn man ganz ehrlich ist, ja? Also, aber auch ganz, mal ganz ehrlich, Leute, ja? Ganz, ganz ehrlich. Tut schon schön weh, die Gun, wenn man trifft. Ohne Frage. Und da bin ich jetzt auch nicht aufgegangen, was auch geil ist. Was hat denn der eigentlich für ein Kaliber? 150. Das ist schon eine Ansage. 150 ist schon nicht wenig. Was wollte ich sagen? Aber irgendwie hat, muss man ganz ehrlich sagen, BÄM! Irgendwie hat der WT, er war auch irgendwie, also ich habe ihn natürlich immer gehasst, wenn man ihn als Gegner hatte, aber ganz ehrlich, irgendwo war der auch witzig. Der hatte was Spezielles, ja? Der Gun Depression ist übrigens cool, also kann man nicht meckern. Guckt mal, der geht schon ordentlich runter, der Rüssel. Snapshots sind. Oh, Madre mio! Snapshots sind auch in Ordnung. An dem Viech geht natürlich alle Nase lang alles kaputt, ne? Also, der ist zerbrechlich, zerbrechlich ohne Ende. Man könnte ihn eigentlich taufen als zweiten Glass-Tank. Also, das ist wirklich. Tarnwert ist, soweit ich gesehen habe, eigentlich ganz in Ordnung. Also, teilweise geht man wirklich spät auf. Ja, so what? So, vor lauter Gequatsche, was haben wir denn da? Da hinten haben wir noch einen. Oh. Cheeks! Boom. Nicht auf die Cheeks. Oh, ich glaube, der galt mir. Die mögen mich nicht. Die mögen mich nicht, Mami. Jo. Macht denn der da, der 183 mit der Grille da unten? Muss ich da noch helfen? Muss Papa noch helfen? Ja, Gun Depression ist in Ordnung. Ja, Tarnwert. Ja, muss man mal. Das kannst du alles noch nicht so. Shazam! 818! In your face! Oh. Fällt mir gerade ein. Es gibt ja dann doch irgendwie auch eine Art hier. Man muss ja. Man muss mal auch ab und zu mal nicht nur rumseppeln, sondern auch mal vernünftig spielen. Also, ja. Naja, im Großen und Ganzen, aber Testserver halt, ne? Jeder spielt so ein bisschen Mongo-mäßig vor sich hin und testet aus. Und ja, also, warte mal, das Objekt. Mami! Was war das denn? Stehe ich noch so weit oben, verdammte Axt? Na, jetzt bin ich natürlich One-Shot für den STB. Das ist natürlich ungeil. So, Kollege.
Ich dich, Proxy. Ich bin glaub, bin tot. Brennt aber schön, das Gerät. Ja. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Weil es ist Testserver. Es ist... Oder? Wollen wir noch eine zweite Runde machen? Ehrlich gesagt, kotzt mich schon wieder total an. Man... Nee, es kotzt mich nicht an. Testserver ist Testserver und deswegen ja, sehen wir es alles ganz easy und machen noch eine zweite Runde. Die Runde eben... Naja, ich glaube, wisst ihr, ich glaube, Sachen wie Tarnwert, gehe ich früh oder spät auf, wie kann ich meinem Team helfen? Ich glaube, sowas kannst du einfach mal knicken. 3,8 Schaden. Das ist natürlich... Alter Falter. Seht euch das mal an. Miese gemacht. Und ich war jetzt nicht so schlecht. Ich bin schockiert. Ja. Meine Freundschaft mit euch Jungs war nur temporär. Bam! Battle! Ja! Lübt! Et lübt! Et lübt! Ja. Also. Schon lustig aus. Ich mag den Scorpion auch. Vielleicht ist das echt. Aber der Scorpion ist halt auch kein Zehner. Und den kannst du auch anders fahren. Hier mit einem Zehner als CD musst du ja quasi in jedem Game 4000 Schaden machen, damit du deiner Rolle als TD gerecht wirst. Tricky. Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, was mich echt interessiert, was ist mit dem? Der hat schon eine Gunmark auf dem Testserver? Das heißt ja eigentlich, dass er den sonst auch spielt, ne? Warum spielt man auf dem Testserver einen Tank, den man in Real Game schon hat? Aber Zoom-In ist gut. Ist gut. Ist gut. Kann man nicht anders sagen. Damit kann man wirklich arbeiten. Das ist nice. Warum stehe ich hier eigentlich, wo keiner scoutet? Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, warum stehe ich hier, wo hier kein Cover ist, wenn die gleich auf mich schießen werden, weil ich aufgehe? Viele Warum-Fragen. Wird dieses kleine Pflänzchen mich schützen? Man weiß es nicht. Man muss es ausprobieren. Ich mag das ja in dem Stockvisier. Finde ich das ja geil, dass es diesen... Merkt ihr das? Diesen grünlichen Farbton hier zwischen der Stufe. Da ist noch alles normal. Und der, da ist es so, als wenn du durch ein Zielfernrohr guckst. Ha! Man guckt ja auch durch ein Zielfernrohr. Großartig. Wisst ihr was? Das läuft hier schon wieder ganz untypisch ab. Testserver-typisch. Die Jungs machen da richtig Balalomba da unten im Tal. Und Papa steht hier oben und langweilt sich. Jo. Jo. Physiksalarm. Wir fahren da mal hinterher. No? Also Speed, muss man ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Wenn du hier mit so 55 bis 60 Sachen durch die Gegend kacheln kannst, ist geil. Kann man nicht anders sagen, ist geil. No, das macht Spaß. Ah, Handbremse! Ja. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Es ist einfach... Man ist relativ schnell tot mit dem Ding. Das ist auch so ein Ding. An Mods. Wer hat mich denn jetzt getroffen? Wer hat mich denn hier in Windeseile komplett runtergeschossen? Klar, der mich irgendwie getötet hat, aber was waren das für andere Treffer? War das der Type 5 Heavy mit HE? Ja, ist alles nicht befriedigend ohne Mods. Machen wir noch eine Runde? Noch eine Runde.
Aber das tue ich euch jetzt hier nicht an mit 2 zu 5. Und die letzte Chance. Man soll es ja nicht aufgeben. Ich glaube, ich habe den falschen Anspruch an den Testserver. Ich krieg dich noch, Testserver. Ich krieg dich noch. Go, 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 go. Hallo, hallo. Alter, was geht? Alter, Warteschleife. Reggie, ja, da habe ich vorhin auch schon mal richtig geschmeidig auf die Fresse gekriegt. Reggie. Alter Falter, krieg schon wieder Kopfschmerzen. In Berlin sollen morgen 18 Grad sein. Das ist natürlich sehr zuträglich, wenn einer schon so alt und verwittert ist und Wetterkopfschmerzen kriegt. Ja. So, TD. Mit dem TD auf der Map, auf dem Testserver. Schwierig. Schwierig. Ich gehe mal, weil Gandhi Pression ja gar nicht so verkehrt ist, gehe ich mal einmal. Hallo, hallo. Todesstern, wo willst du hin? Hallo, hallo. Boah, Rumpel, Knack, Krach. Also, je mehr ich den fahre, jetzt ja schon so 10, 15 Runden Stadtmaps, muss ich sagen, wenn ich schon beim Neuner bin, kann ich mir den eigentlich erspielen, oder? Ich habe ja momentan gar kein Projekt, bis auf den 10er Petten. Also, um irgendwie mein Portfolio zu komplettieren. Hallo? Sind da Feinde? Hallo? Bäm! Ach. Ach. Aha. Also Doppel-Aha, weil Aha nicht aufgegangen. Und Aha, weil nicht, ja. You know? Das ist geil. Da bin ich jetzt nicht aufgegangen. Das hätte ich nicht gedacht. Die sind dahinter. Da brauche ich gar nicht probieren. Die sind... die sind vielleicht... Ja, die Gun ist schon schweinegenau. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist schon crazy. Das ist crazy like shit, sozusagen. Nicht mehr in den Schuss fahren. Wenn du da hinten irgendwann mal... Oh ja. Todesstern macht mich natürlich nackig. Das ist doppelt O hier. Das ist OO. Das ist... Obwohl, die sind ja beschäftigt. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's. Bam! Dich hatte ich doch vorhin schon mal, Kollege. Und da habe ich doch nicht getroffen. Diesmal konnte ich die aber gepflegt in den Kopf zimmern. Ey, sollte das mal eine Runde sein, die mal ein bisschen länger dauert? Alter. Reese. Pecto, Snapshot! Oh. Ich bin offen. Rückwärtsgang ist auch in Ordnung. Weißt du, manchmal... weißt du? Manchmal hast du Tank. Hast du Probleme mit Rückwärtsgang, wa? Kommst du nicht weg aus Gefahr? Ist immer scheiße im Dreck. Ich fahr da mal runter. Weil runter heißt auch immer Cover. Runter heißt Cover und Cover ist gut. Und, ups, da ist noch einiges. Da sollten wir mal ein wenig aufräumen. Da sollten wir mal ein bisschen... Ja, der Deal war gut. Kannst du natürlich in einem echten Game nicht machen, so eine Scheißaktion, aber... Auf dem Testserver kannst du sowas machen! Oh, da hinten. Boom! Ach, du fahr doch weiter! Du blödes Gerät, ey. Boom, Schakalaka, Boom, Schakalaka. Jetzt könnte der Reload 5, 4, 3, 2, 1. Ey. Hä? Was ist denn hingegangen? Hm? So, Commander, leg mal ein paar Kohlen auf. Du musst hier mal Defikowski machen. Hä?
Wie konnte ich denn den Baum umschmeißen? Mit meiner Kanone oder was? Geht das? Naja, geht nicht. Das ist ja geil. Mit der Kanone einen Baum umgeschmissen. Nee, aber habe ich ja nicht gemacht. Mit der Kanone keinen Baum umgeschmissen. So, aus dem Weg. Wo können wir denn hier mal, ohne dass wir... Also drehen auf der Stelle ist nicht so seine Disziplin. Muss man ganz ehrlich sagen. Ah, Grille nimmt Cover hinter Grille. Das ist gut. Oh, das passt nicht. Das passt nicht von der Gun Depression. Das passt immer noch nicht. Boah, das ist aber kacko. Ist der E50M jetzt hinter dem Busch da? Den brauche ich, den Busch. Das macht man nicht, was ich jetzt mache. Aber ich mache es trotzdem. Ich bin ein TD. Bam! In your face, motherfucker! In your face! Ey, geil! Es ist Testserver und es ist ein Spiel, was mal länger als 50 Sekunden dauert. Juhu! So, wer kommt denn da noch alles? Ein FV, der wird ein bisschen tricky. Ich bewege mich hier keinen Meter weiter. Ich stehe hier mal so schön hinter der Krone. Wisst ihr das überhaupt? Bäume, die gefällt sind, geben nämlich, also Baumkronen, die gefällt sind, geben durchaus Camo. Also, das ist nicht so wie, ja. Ich sehe gerade 13 Sekunden, 14 Sekunden. Ist doch. Fuck, ich bin so vergesslich. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was der E100 an Reload hat. Was machen die denn jetzt hier? Wisst ihr was? Ich fahre da jetzt mal hin. Weil ich habe ja hier... Das wird nix. Aber ich probier's. Oh! Pow! Durch your Kopf! Ja. Und jetzt? Ach, netterweise. Ach, hat mich einer gerettet. Sodale! Jetzt haben wir noch... Jo. Wo bist du? Wo bist du, 113er? Wo bist du? Alter, wo ist mein Scherenfernrohr? Wenn ich jetzt mein Scherenfernrohr habe, ich könnte alle Leute sichtbar machen hier. Juhu! Na. Das war klar, dass ich mit denen genehmige, den Schuss. Aber... Passt. Also, na. Ja. Ja. Was haben wir denn noch? Zwei Artis, die jetzt auf mich lauern. Ne, da fahre ich jetzt mal nicht YOLO rein. Da mache ich mal lieber hier so ein bisschen Kawarowski. Oh, ich bin offen hier. Dann steht der da irgendwo. Oh, das könnte in die Hose gehen. Da! Blablabla. Ja, sag ich noch. Und ich sag noch, das könnte in die Hose gehen. Boah, ich habe dem durch die oberste Platte geschossen. Nicht schlecht. Ja, das finde ich ein bisschen schlecht, ein bisschen schade am Testserver, dass man irgendwie immer nicht sieht, wer einem eine verpellt. Also, das wäre, das finde ich schon, aber, ja, sind wir wieder dabei, ist wieder ein Vorteil. Du siehst, wer dich beschießt, auch wenn er nicht offen ist. Das heißt, du weißt, die Grille 15 steht rechts vor dir irgendwo im Busch, obwohl du sie nicht siehst, sie nicht aufgeht, aber... du kriegst einfach mal im Damage-Anzeiger gezeigt, dass sie da ist. Ja. Hm. Ich würde natürlich ganz gerne... Ah, das entwickelt sich ja direkt noch zu einem spannenden Spiel. Und man muss sagen, wahrscheinlich habe ich es weggeworfen, weil ich da so blöde vorgefahren bin. Denn... Hm. Tricky. Also ich meine... Naja, wollte gerade sagen. Der CDC muss es jetzt tun. Oh, ich hilf dich. Hilf deiner Conqueror. Böser Bube. Wieso zeigt er hier keinen Namen, Mann? Hm. Ja. Das verlieren wir. Tja, was soll ich sagen? Hm. Bisschen langweilig jetzt für euch, wa? Ich schneide das mal raus und komme nochmal zu den zum Endresümee, kommen wir wieder zusammen. Ist das nicht schön? Ach, wie schön. Ich glaube, ich muss den wirklich durchleveln, denn damit kann man sogar Missionen machen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Naja,
Ich sag mal so, 5 Kills, 3200 Schaden und ich wette, ich habe wieder keinen Plus gemacht, richtig? Alter Falter. Sag mal, schieße ich die ganze Zeit Gold? Krass. Also ganz ehrlich, das wäre für mich ein Grund, so einen Tank nicht zu erspielen. Ich meine, 3000 Schaden. Er ist jetzt nicht gigantisch, aber 3000 Schaden ist schon okay. Und dann machst du so fett Minus? Dann ist mit meinen Mates nicht so. HD ist er. Jo, Mädels und Jungs, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder Mittwoch und ich schnibbel das Ding jetzt mal zusammen, damit ihr mal ein bisschen sehen könnt, wie ich so auf dem Testserver rumgebobbt bin. Macht's gut. Over, out und nix out. Peace out.